Willst du eigentlich auch upgraden, dein Dingsens? Ja, ich hatte eventuell überlegt, auf Farbe zu upgraden. Musst du, und danach kannst du das Wire-Ding machen, wenn du darauf Bock hast, heißt das. Ja, also ich muss sagen, ich finde das mit der Farbe ganz cool, weil dann können wir hier die Wände streichen. Wie ändere Aber ich wenn nochmal die Farbe? Ah, so. Okay. so. So, dann gucken wir uns jetzt mal Open an. Bam. Geil, oder? Das ist sehr nice. Das Also ich meine das Open-Ding. Ach so, ja, warte mal. Du kriegst hier erstmal die. Davon brauchst du sechs oder sieben oder genau sechs oder neun Stück. Da. Alles klar, dann brauche ich jetzt das Matter Manipulator Optics Fette Power. Hütte ist am Stößel. Upgrade, das Connection-Ding upgrade. Nice. Alter, wir brauchen mehr Truhen. Power Nein, Generator. wir brauchen nicht mehr Truhen. Ich habe was Geileres für den Keller. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Ich will doch den Boden nicht anmalen, Mann. So, ich baue jetzt was richtig Kellermäßiges. Das wäre. Fette Container, Alter. Dem können wir einfach sämtlichen Schüssel reinpacken. Okay. So, dafür heben wir wieder ein bisschen Erde aus. So, über was können wir dann noch quatschen? Wir haben Persona 5 abgehakt. Ich habe dir von dem geilen Samurai-Ding erzählt. Ja. Final Fantasy wurde nach hinten verschoben. Final Fantasy 15. Was? Und dann habe ich eine Videoüberschrift gesehen, weil sie Angst haben vor Persona 5. Kann ich gut nachvollziehen. Finde ich, macht tatsächlich Sinn, wenn man sich, also ich glaube, in Japan ist der Hype um Persona 5 definitiv nur größer. Ja. Und auf das warten die Leute halt auch schon so lange. Auf Final Fantasy 15 natürlich auch. Gibst du da Ja. gerade was ein? Nein. Was hast du gemacht? Ich habe versucht, hier eine Tür zuzumachen. Ach so. Ne, die waren halt beide im September gelegen. Ja. Und Square Enix muss tatsächlich aufpassen, wenn die nämlich nochmal einen Final Fantasy 15 Teil finanziell verhauen, Ja. dann kann das tatsächlich wirklich die Final Fantasy gewesen sein. Deswegen Deswegen. heißt das Spiel übrigens auch Final Fantasy. Ja, das war ja ursprünglich so gedacht, ne? Das. Oh, du hast Knast, geh mal in den Kühlschrank, Alter. Oder ein Tiefkühler, ist egal, Mann. Wir haben's, Mann. Wir sind jetzt so richtig fett in the Business. Alter, ist das ein weiter Weg in die Küche. Okay, ich nehme ein bisschen Fleisch zu mir. Du kannst auch ein ordentliches Gericht machen, Alter. Karotten. Nee, Schokolade, ein bisschen Schokolade. Ausgewogene Ernährung ist wichtig. Mit Schokolade. Da wirst du Bescheid kennen, Ess. So. So, gibt's denn noch irgendein Spiel, auf das du dich vielleicht freust? God's Eater, wie gesagt, einmal. Mhm. Das war frech. Dann halt Persona 5 noch. Irgendein Spiel hatte ich auch noch. Ach ja, Watch Dogs 2, da habe ich auch noch tierisch Bock drauf. Also es sind schon einige Titel noch da. Ja. Schon wieder aufgestoßen? Yep. Ah, ich kenne das. Ja, manchmal ist das, also sitzt man halt einfach so und kann nicht schnell die Hand vorm Mund nehmen. Meistens, weil man keinen Bock hat, aber. Irgendein Spiel hatte ich auch noch, bei dem ich gesagt habe, da hatte ich voll Bock drauf. Ich bin mir überlegen. Gerüchten zufolge soll auch FromSoft wieder an einem weiteren Spiel arbeiten, das Ja. aber nicht Dark Souls werden soll, also kein Dark Souls 4. Hm. Ich weiß aber nicht, ob jemals ein Bloodborne 2 kommt. Ich wünschte es. Denn ich muss sagen, mir gefällt Ja. das Setting von Bloodborne besser als das von Dark Souls. Ja, das Bloodborne müsste man auch mal wieder zocken. Habe ich letztens überlegt, werde ich so oder so noch machen.
Aber ich habe jetzt erstmal ein bisschen vorproduziert. Ich habe aber dafür jetzt die nächsten 2 Wochen erstmal Ruhe. Ich lade jetzt auch alles hoch. Ich habe übrigens Upload-Plan gemacht. Da kann ich dir nachher mal die Datei schicken. Ah, nice. Da kannst du das deinen Kram auch mal eintragen. Ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kannst du schon Folgentitel und so weiter vorplanen. So ein bisschen professioneller. Auf jeden Fall. Dann, genau. Spart das eventuell ein bisschen. Ich wollte sagen, das spart ein bisschen. Nein! Doch, alles richtig. Hab ich erstmal nein! So, Fäckelchen, Fäckelchen, Fäckelchen. Ey. Alter. Fette Nachbar, ne? Trampelt da wieder jemand? Ja, also der trampelt so doll, dass ich es gerade spüre. Ich höre es nicht, ich spüre es nur. Das ist hart. So. Kann man machen, Mann. So, dann baue ich hier hinten nochmal die Reihe durch ab. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut, Mann. Das muss dir gefallen. Wenn das Zock Madness nicht gefällt, wem gefällt es dann? Die Tür geht immer wieder zu, die ist frech. Nein, ich bin gefangen. Nein. Alter. Warum willst du mir sagen, dass ich das da nicht platzieren kann? Das ist doch der Schüssel, Alter. Okay, die Tür gibt's gleich wieder. So. Wir haben 2 astreine Container aufgestellt, oder was? So. Aber den kann ich sogar noch einen nach hinten verschieben. Ich kann weiter noch einen nach hinten verschieben. Na, bau ab. Okay, dann. So. Okay, ja. Container 2 steht auch. Geil, geil, oder was? Geil. Inventar. Ich hau jetzt noch gerade mal wieder. Musste kurz einmal die Tür abbauen, weil ich einfach mal eiskalt drin. Macht jetzt, seht euch mal den Platz in diesem Container an, oder was? Oh, das kann ich noch aufbauen. Die kann aber weg. Container, ich liebe euch. Ich liebe euch jetzt schon. Es wird ja aus meinen Lenden gekommen. Containerliebe. Erstmal fett dran gesprenkelt. Du könntest dir sonst auch vielleicht nochmal das Badezimmer angucken. Ich habe schon gesehen, dass du da angefangen hast, das zu färben. Hast du fertig? Ja. Also vom Badezimmer auf jeden Fall. Das sieht cool aus. Plus vielleicht nicht unbedingt die Fackel am Klo. Die können sich entzünden beim Blähungen. Das stimmt. So. So. Lasst mich mal überlegen. So. Bei der Disco oder bei. Ups. Bei dem Arcade-Ding habe ich die Wand ja schwarz gemacht. Weil ich dachte, das unterstreicht nochmal die Farben der restlichen Sachen. Da ist auf jeden Fall, was ist das denn, Alter? Scorchcore, nice. Ich weiß von nicht, woher ich den hab, aber erstmal mitnehmen. Zack, 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 zack und zack und dann nochmal jetzt etwas so. Titanium. Tatsächlich einschmelzen gehen. Dann kann ich mir doch mit Titanium, so. Kann ich mir damit eine Refinery machen? Kohle und Campfire, Alter, das ist geil. Wir können es jetzt. Alter, Sock. Ja? Halt die Backen straff. Ich baue uns eine Refinery, damit können wir jetzt Edelsteine einschmelzen. Nice. Und kriegen daraus Dingsens. Pixel. Wir sind nie wieder arm, Mann. Nie wieder arm. Cool. Ich kann endlich sterben. Tragisch, aber wahr. Was brauchen wir zum Nee, dafür brauchen wir eine Batterie. Copper Wire. Dafür brauchen wir so ein Fossil Station. Die ist auch cool. Kitchen. Wooden Workbench.
Workbench, Anvil. So, das machen wir. So, das sieht besser aus. So. Und zack, zack, zack. Alter, bam, Refinery. Was kriege ich denn zum Beispiel jetzt hier? Ich zeige euch das mal hier. Haben wir Titanium. 20 Pixel. Ist das nicht viel? Wir können ja mal gucken, was uns so ein Diamant bringt. Der bringt bestimmt gut was. Ich hoffe. Und kommt hier. Ja, ja. So, dann gehen wir mal hoch, gucken mal kurz rein, was uns ein schicke. Alter, manchmal ist man Doppelsprung nicht so. Ich mag gerade ein bisschen was am Dach. So. Ach, ja, Diamant zum Beispiel 600 Pixel. Nice. Auf jeden Fall richtig, richtig neat, Alter. Erstmal hier. Na, meine Kleinen. Danke fürs Ei. Danke für die Static Cell und danke für die Batterie. Also wir können diese Kühlschränke bauen bis zum Abwinken. Ja, so viele brauchen wir aber nicht. Na gut, wir können uns ein fettes Kühlhaus bauen. Aber wir können jetzt so viel machen. Das war ja eh noch der Plan. Okay, die Batterie kann ich nicht verarbeiten. Die Static Cell kann ich auch nicht verarbeiten. Das einzige Problem ist schon, was ich wieder sehe. Ja? Uns wird der Platz ausgehen. Wir müssen ausbauen. Die Wohnung ist jetzt schon wieder zu klein, Alter. Und wir haben mal angefangen mit der Hälfte des Hauses. Ja. Und weißt du, wo das Problem ist? Wir haben die Fische voll ausgeraubt. Und da gibt es noch mehr Völker. Ja, aber weniger interessant. Also die Roboter könnten nochmal sehr interessant sein. Mhm. Ob die Nova People was haben, weiß ich nicht, aber die könnten auch interessant sein. Ja. Und dann hört es schon langsam wieder auf. Also die Florana finde ich nicht so interessant mit ihrem komischen Stil. Nee, die war nicht so toll. Aber falls es noch die Nova Kids gibt, dann eventuell die nochmal. Genau. Da müssen wir bloß jetzt gucken, ob es die gibt. Das weiß ich nicht, ob die jetzt schon implementiert sind. Ich hoffe es aber. Die haben nämlich bestimmt auch geilen Chisel. So, ich mache hier unten nochmal den Keller fertig mit den zwei fetten Containern, die wir jetzt hier haben. Nice. Dann können wir eigentlich auch mal die Aufnahme beenden. Auf jeden Fall. Zack. Super nice, super nice. Halt. Zack. Auch hier die Seite mit dem Dach. Alter, Speed Boost. So, bauen wir hier weiter ab. Fröhlich den Hintergrund. Wir bauen ihn weg. Wir bauen ihn weg. Wir bauen ihn weg. Hier diesen Dreck. So, 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 so. Das Arcade-Ding ist einfach zu geil. Das ist voll lustig. So, so. Und da, da. Den. Den da abbauen. Der gehört da nicht hin. Der wird abgebaut, du gehörst da nicht hin. Geh zurück, wo du herkommst. Nice, 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 nice. So, und damit bauen wir hier weiter schön fröhlich ab. So. Machen wir den Flur erstmal weiß. Wie sieht es eigentlich aus mit der Internetseite? Da arbeite ich gut dran. Gut, gut. Da brauche ich auch noch bald von euch ein paar Sachen. Aber da passe ich, wie gesagt, das hätte ich sonst auch nochmal anders. Wie gesagt, da hätte ich jetzt noch genau ausarbeitet, was ich bräuchte. Das nervt. Und dann ja. Nein! Was denn? Okay, ich habe was färben wollen und dann habe ich es entfärbt. Das ist natürlich nicht gut. Aber nur hier, bei uns, Roof Let's Plays. So. Zack, zack. Okay, und... Jetzt brauchen wir neues Holz, aber das können wir uns fix craften. Oh, ich hier fix die Taste durch, bam. Ups.
Hast du auch die falsche Taste gedrückt? Ja. Passiert mir auch häufig. Und. Weiß ja, ich kugel. Bam. Und ich kugel mich manchmal ganz schön zusammen. Mhm. Da möchte man sich am liebsten einfach wegkugeln. Auf jeden Fall. Da, da. Na, jetzt geht er hier auch nicht weg. So, weg mit dir. Weg mit dir und weg mit euch hier, Alter. So. Sehr schön. Dann können wir auch mal überlegen, was wir so in den nächsten Folgen machen wollen. Ein Kühlhaus finde ich ist noch eine ganz coole Idee. Ja, vielleicht machen wir mal ein bisschen mehr Action oder so, weil wir haben jetzt echt 5000 Folgen lang gebaut. Mhm. Hm. Ich glaube, langsam wäre mir das auch langweilig. Ja, okay, ja, dann können wir sonst mal gerne uns einen Planet anschauen. Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechender. Mhm. Finde ich auch. Und dann war es auch noch eine Idee von mir. Also kann es nur schlecht werden. Nein! Nein! Und shit. Jetzt darf ich das wieder färben. Ach, geht doch. So. Bam. Und so. Fertig ist der neue Keller. Sehr, sehr nice. Also noch eine Kellererweiterung sozusagen. So, und das hier oben. Abgefüllt. Bam. Sehr, sehr cool. So, und da haben wir einen größeren Keller. Die Dinge halten unten ordentlich Platz, haben die. Dann gehe ich nochmal hier raus und pflanze drei Bäumchen. Oder vier. Wer weiß das schon genau. Schließlich Crank Reaper, ganz wilder. Hm. Okay. Mhm. Es wird langsam. Es wird langsam. Alter. Habe ich dir erlaubt, mich zu töten oder was? Mit wem redest du? Ah, das war Sophie. Das kann man sagen, ich töte dich. Ich sagte nö. So schön. Erstmal kurz ein Nickerchen gehalten. Hey, wenn ich euch niederschieße, habt ihr gefälligst stillzuhalten. Und du auch. Hm. Und du auch. Stell ich dir erstmal draußen hin, um zu testen. Ich habe auch das Ding, wenn du beim Planeten ankommst, ein bisschen farbig gemacht. Okay. Wirkt das gleich ein bisschen schicker. Ich habe ein paar Kokosbäume gepflanzt. Nice. So, dann lass uns mal irgendwo treffen. Ja, ich bin auf dem Planeten. Das ist schön. So. Und teste gerade den. Nice! Ich habe, wenn wir den Getränkeautomaten aufstellen, können wir da drin Sachen kaufen. Hab ich vorhin auch gesagt. Echt? Ja. Das habe ich nicht mitgekommen, Entschuldigung. Aber hier, wie gesagt, das habe ich auch nochmal ein bisschen hier. Ja, warte, dann lass uns auch mal hier. Vielleicht noch ein schickes Lied zum Abschluss einstimmen. Oh ja. Der Bandname Yo. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Wie wär's mit Full Elise? Ja. Okay, bereit? Ja. Und los. Hörst du was? Mhm. Ich höre gar nichts. Jetzt höre ich was. Ich höre deine Flöte nicht. Echt nicht? Bandnamen hast du aber eingegeben, ne? Ja. J-O? Ja, klein. Okay, ne, da weiß ich nicht. Wir können mal was Fixes anderes probieren. Wie wäre es denn mit der Mondlicht-Sonate drittes Movement? Drittes Movement. Yo, klein geschrieben. Und los. Jetzt höre ich was. Mhm. Nice. Okay, ja. Wir haben Kühllagerung endlich. Wir haben extrem fett geplündert und das Haus extrem fett ausgebaut. Oh ja. Und in den nächsten Folgen gibt es ein bisschen mehr Action. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir die Aufnahme angucke, werde ich ja sehen, wie viel leiser wir waren oder auch nicht.
Oh, ich hoffe, es ging. Leise gewesen. Ich glaube. Das glaube ich auch. Okay, und dann sagen wir jetzt verabschiedende Worte. Macht's gut. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.